Freunde, hi und hallo, herzlich willkommen zur Club Rotation aus dem Hippodrom in Hennef. Und nachdem Daisy in den letzten Monaten nonstop mit euch abgefeiert hat, würde ich sagen, hat sie sich mal 2 Wochen Urlaub verdient. Aber wir haben dafür heute eine richtig fette Sendung für euch am Start, denn wir haben 3 Gäste live bei uns auf der Bühne zu Gast, sind Interactive und Fiocco. Und außerdem als 3. Gast ist der DJ Shooting Star aus Deutschland, und zwar DJ Tonka. Los geht's jetzt aber erstmal mit einem fetten Video, und zwar von Nils van Gogh, der für sein Video leider eines der geilsten Autos der Welt bekommen hat. Hier ist Nils van Gogh mit Pulverturm. Viel Spaß. Hey, Lust auf was Neues? Kinder Maxi King? Da kriegt man richtig Lust reinzubeißen. Kinder Maxi King. Außen reichlich Nuss und Schokolade. Aber innen, das ist der Hit. Flüssiges Karamell in einer Creme aus frischer Vollmilch. Boah, Nüsse satt. Schmeckt riesig frisch. Kinder Maxi King. Jetzt neu im Kühlregal. Maximal. Hey, woman. I think you left your panties in my kitchen. Fanatic, die neue Maxi von Interactive. Jetzt kaufen! Die beste Kampfsportsimulation aller Zeiten. Tekken 3, ab 11.09. im Handel. Wer von euch hier ist die Sängerin? Vier Göttinger öffnen die Augen mit dem Snowboard durch den Regen. Heute 17 Uhr. Denn Viva. Viva Club Rotation aus dem Hippodrom in Hennef. Und ich sitze jetzt hier mit meinem ersten Gast, Tobi von Interactive. Hi, grüß dich. Hi, wie sieht's aus? Alles gut bei dir? Du bist irgendwie gerade erst hier eingetrudelt. Was hast du denn vorher gemacht? Ja, wir kommen gerade aus München, haben gerade jetzt Videodreh abgeschlossen für die neue Single. Genau, da sind wir auch schon beim Thema Fanatic. Und es war jetzt ja, ich glaube, die letzte war No Return. Da war jetzt ja ziemlich lange Ruhe bei euch. Ich glaube, fast ein Jahr. Was habt ihr denn so in der Zwischenzeit gemacht mit Interactive? Wir haben in der Zwischenzeit, also wir waren recht häufig im Ausland, also unter anderem mal auch Russland, zum Beispiel Moskau oder St. Petersburg. Und haben dann die Plattenfirma gewechselt. Und ja, jetzt haben wir halt einen ziemlich starken Partner, denke ich. Und das sieht eigentlich im Moment ganz gut aus. Jetzt mit Vollgas wieder ab in die Charts. Und bei dir ist es ja so, du hast ja mal mit Rappen angefangen, unter anderem für Hathaway. Machst du jetzt eigentlich noch irgendwas in Richtung Rap oder Hip-Hop oder sowas? Oder machst du nur Dance? Oder was ist so bei dir jetzt so die Leidenschaft im Moment? Also Leidenschaft im Moment ist in erster Linie ganz klar Haus. Auf der anderen Seite, ja, Rappen habe ich überhaupt nichts mehr mit zu tun. Aber ich bin eigentlich... War ein schönes Kapitel, hat auch Fun gebracht irgendwie im Hathaway ist richtig. Also habe früher 93 habe ich die ersten Sachen gemacht und jetzt mittlerweile ist Interactive auf jeden Fall so das Hauptding. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr nur Frontmann von Interactive, sondern mache halt auch Songwriting und Co-Produktion. Und ja, also jetzt gut, natürlich auch, ja, was dazu kommt, sind natürlich auch noch andere Geschichten, wo wir jetzt halt gerade anfangen mit dem Produzieren. Also eine Ramon. Begriff wahrscheinlich, Ramon Zenker, hat mir also auch geholfen, jetzt irgendwie, hat mir ein Studio eingerichtet bei sich und hilft mir jetzt also auch irgendwie eigene Produktion so unter Dach und Fach zu kriegen im Haus. Ja, das ist doch geil. Jetzt habe ich aber noch was über dich gefunden. Ich habe nämlich gelesen, du ahnst es vielleicht schon ein bisschen, ich habe gelesen, du hast mal gesagt, Michael Jackson ist dein großes Vorbild. Ist das heute immer noch so? Hat sich das geändert? Oder erzähl mal, stimmt das überhaupt? Ja, das ist schon... Ist nicht verkehrt. Also als ich angefangen habe, ich wollte eigentlich immer, Michael Jackson ist so für mich so eigentlich die Person, wo halt alles passt. Man kann über den Typ denken, wie man will, der hat es halt nicht mehr alle auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall. Aber er hat sich ein Lebenswerk aufgebaut, ist natürlich ein super guter Musiker. Jetzt mittlerweile ist es eigentlich nicht mehr so. Aber ich muss sagen, großes Vorbild für mich jetzt direkt ist auf jeden Fall der Rahman.
Und jetzt ganz weit vorgegriffen, sage ich mal, also man wird es nicht glauben, aber es ist schon Jim Morrison eigentlich. Ja, das ist doch mal ein Statement von einem Dance-Act, das ist der Wahnsinn. Ja, dann erzähl uns noch mal ganz kurz zu Interactive, wie geht's jetzt weiter? Also nachdem ihr jetzt so ein Jahr Pause gemacht habt, jetzt Vollgas, gibt's ein Album oder du hast gerade gesagt, Video ist gerade fertig geworden. Album ist in Planung. Wir machen jetzt erstmal, also wir haben jetzt erstmal die Geschichte fertig gemacht. Das ist auf dem neuen Label halt unsere erste. Werden wir jetzt abwarten. Zusammenarbeit sieht eigentlich ziemlich gut aus. Wie gesagt, Album ist in Planung und perfekt. Dann würde ich doch mal sagen, gleich rockt ihr für uns richtig hier die Hütte im Hippodrom. Und jetzt gibt's für euch erstmal ein Video und zwar Mark Vandale mit seinem neuesten Track White House. Viel Spaß! Und jetzt für euch live on stage, wir sind Interactive! We'll be right back.
Elektristen zählt jetzt schon seit über 10 Jahren zu den größten deutschen Dance-Produzenten überhaupt. Und besonders mit U96 war er eigentlich schon immer für irgendeine Überraschung gut. Nachdem er Anfang des Jahres sämtliche Clubs mit dem Elektrobrett Energie gerockt hat, ist er jetzt mit einem hammerharten deutschen Rap zurückgekommen. Man höre und staune, aber Alex macht jetzt mit U96 keinen Hip-Hop, sondern er ist weiter seinem fetten Bass-Sound treu geblieben. Hier ist er mit seinem neuesten Track, der übrigens auch ein Video hat, das wirklich einen Preis verdient hat. Hier sind U96, beweg dich, Baby! Der Mensch auf der Suche, Musik für den Geist und mentale Ruhe, check den Ausdruck. Musik ist ein Lebensgefühl und kein Ausflug, hör dir das an. Leute erkennen den Geist der Instrumente, Brücken für Völker, Feinde, Kontinente. Ich seh Tänzer als Art der Begegnung, trau dem Gefühl und folg der Bewegung. Auf geht's, hier sind meine nächsten Interviewgäste und es ist richtig voll geworden. Hier sind Fjocko und Cosmonova, hi. 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 Ihr habt zusammen hier Anfang des Jahres für einen riesen Club-Hit und Chart-Hit gesorgt mit Celebrate. Und jetzt seid ihr aber wieder solo unterwegs. Was machst du im Moment? Ich bin heute hier, um Fjocko ein bisschen zu unterstützen auf der Bühne und gleichzeitig auch um mein neues Album, was im Oktober rauskommt, zu werben. Und ihr seid hier, man sieht's jetzt mit The Spirit ganz fett schon wieder in den Dance-Charts. Für euch kam der Erfolg in Deutschland ja wirklich über Nacht. Was hat sich für euch so verändert in Deutschland? Das wüsste ich nicht, dass wir populär wurden in Deutschland. Ist das so? Natürlich. Hey, vor allem, ich habe ja von dir gehört, dass du, als du das letzte Mal bei Club Rotation warst, bist du direkt in den Laden gegangen
Und hast du eine Satellitenschüssel gekauft, um Viva zu gucken? Stimmt das? Ja, ich kann ich jede Woche Club Rotation sehen. Und ja, und Viva jeden Tag. Wir haben einen Fan mehr in Belgien. Und Jan, du hast ja nicht nur Fiocco gemacht, sondern auch für andere Leute produziert. Machst du das noch und für wen? Ich hatte noch einen Remix für Tour Unlimited gemacht, Edge of Heaven. Und die neue DJ Visage auch. Aber ich habe nicht viel Zeit. Wir haben so viele Auftritte in Belgien. Jede Woche 5 bis 10. So, es gibt nicht viel Zeit mehr. Habt ihr denn überhaupt Zeit für ein Album vielleicht mal irgendwann? Ja, manchmal in der Woche ein bisschen, aber nicht viel. Ich glaube, es geht in Oktober in die Geschäfte in Belgien. Oktober, November. In Belgien seid ihr ja wirklich schon totale Superstars. Könnt ihr da überhaupt noch auf die Straße gehen? Werdet ihr da schon immer angesprochen nach Autogrammen? Ja, so. wie wichtig sind euch denn, wenn du sagst, ihr seid so oft live unterwegs, wie wichtig sind euch so Live-Acts, Live-Performances? Ja, es ist sehr wichtig. Wir machen manchmal 1000 Kilometer, einen Samstag 1000 Kilometer, so von die eine Seite von Belgien, nur die andere. Aber ja. Spaß. Dann würde ich sagen, überzeugen wir uns jetzt gleich mal von eurem Live-Act. Sie werden gleich, bin ich mir ganz sicher, bei der Begleitung, die du hier hast. Für euch gibt es jetzt ein Video, und zwar von Resistance D. Und die haben ihren Kultklassiker Human neu bearbeitet. Und hier gibt es das neue Video. Viel Spaß. Planet Viva. Planet Viva.
nicht. Wann willst du? Check this out. Ah, kenn ich schon. Teddybären werfen jetzt. Boah, guck mal, die Farbe. Hi, stopp! Ey. Ja, super. Mhm, super, super. Zeig nochmal! Wie war? Was? Wann kommt denn da? Wann denn? Montag bis Freitag. 19 Uhr? Planet Viva. Viva! Aktuelle Sonderangebote. Kaufen und genießen. Put your hands up in the air. Club Sounds. Nur sie hat alles, was du brauchst. 40 mal die Hits der Szene. 40 mal Club Sounds vom Besten. 40 mal das pure Club Feeling. Club Sounds Volume 7. Die und keine andere. Fanatic, die neue Maxi von Interactive. Jetzt kaufen! Geil. Geil? Montag bis Freitag. 18 Uhr. Ja, cool. Biber. Los geht's, Freunde. Hier sind Fiocco live on stage im Hippodrom in Hennef. We'll be right back.
Club Rotation im Interview. Und mein letzter Gast für heute, hier ist er, DJ Tonka. Grüß dich. Hallo. Du hast ja jetzt schon wieder einen riesen Hit gelandet und du hast mit The Night vorher auch schon zum ersten Mal die Charts erobert, die Media Control Charts. Aber deine Tracks? Security. Mit Security, war eine Doppel-A-Seite. Doppel-A-Seite, also ich finde es gut, wenn The Night auch seine Berechtigung bekommt, weil es ist, wie gesagt, eine Doppel-A-Seite. Aber Security war dann letzten Endes doch das Stück, was dann mit Video sich hochgespielt hat. So. Gut, auf jeden Fall hören sich deine Tracks immer so an, als ob du da ziemlich lange dran sitzen würdest. Also sehr ausgefeilt, ausgearbeitet, auch von der Abmischung. Wie lange brauchst du denn so in der Regel für so einen Track? So 2 Wochen setze ich schon an. Auch wenn ich mal zwischendurch so 1, 2, 3 Tage mal gar nichts dran mache, komme ich dann gern wieder zurück ins Studio und ergänze dann irgendwas. Und dann habe ich so den Funken, um das ganze Stück irgendwie perfekt zu machen. Also ich brauche dann zwischendurch immer auch mal so ein bisschen Zeit, um über das nachzudenken, was ich mache. Also früher war es eigentlich so, dass ich total hibbelig geworden bin, wenn ich an einem Tag das Stück nicht fertig bekommen habe. Aber mittlerweile weiß ich, wohin ich meinen Sound, in welche Ecke ich den haben will oder drängen will. Und insofern zwei Wochen setze ich dann schon gerne an. Einfach um nur den Freiraum auch dazwischen zu haben. Du bist ja jetzt nicht nur als Künstler, als eigener Künstler sehr bekannt, sondern du bist ja auch als Remixer einer der gefragtesten Remixer im Moment. Du lehnst, glaube ich, ohne Ende Remixer ab und machst nur ein ganz paar. Was ist denn da so das Highlight für dich und wie machst du überhaupt einen Remix? Gehst du da genauso dran wie an einen eigenen Track oder wonach wählst du überhaupt aus, welche Remixe du annimmst? Also ich versuche zum Ersten natürlich nicht zu viel zu machen an Remixen, weil so diese Plattenflut, die es ja sowieso schon gibt und es kommt so viel auf den Markt, will ich noch nicht unnötig noch bereichern durch irgendwie Fließbandproduktionen. Deswegen versuche ich dann, wenn ich einen Mix annehme, den auch wirklich auf den Punkt zu bringen. Und insofern so 90% kann man sagen, lehne ich schon ab und ich pick mir halt das raus, wo ich irgendwie einen Bezug sehe. Das muss jetzt gar nicht mal ein großer, bekannter Act sein, den ich remixe, sondern vielmehr, ich höre mir das Stück an und sag ich mal, irgendeine Hookline oder Vocal-Linie gefällt mir und dann sehe ich, kann ich da was draus machen, kann ich es in meinen Sound umwälzen, macht es für mich Sinn und dann, dann sage ich dazu. Und was ist da so alles im Moment am Start? Also du hast ja einen mördermäßigen Mix für die Funk Junkies gemacht und Put Your Hands Up in the Air ist auch von dir, dieses geile Teil, also dein Remix. Was hast du denn noch so auf der Pfanne, was kommt jetzt oder was machst du gerade? Also auch der Mix, den man dann auf Viva immer sieht, ist von mir, muss ich nochmal sagen. B-52's Love Shack habe ich gerade abgeliefert, kommt wohl auch in Deutschland als Single nochmal raus, also als 12-Inch. K-Class für England habe ich gerade abgeliefert, dann anstehen, werde ich jetzt so in 2 Tagen anfangen, steht jetzt Push It, Salt and Pepper. Da wollten die auch nochmal einen Remix von mir haben. Das fand ich natürlich auch, konnte ich natürlich nicht ablehnen, weil es ein Kultstück ist. Und da muss ich mal gucken, was ich daraus mache. So. Also das ist so das Nächste. Geht das jetzt so weiter mit den Remixen oder willst du dich auf was anderes konzentrieren? Also selber ein Album machen oder was? Also nach Push It ist erstmal Schluss, weil ich dann mal wieder für mich produzieren will. Viele sehr gute Ideen fließen in Remixe ein, was ja nicht schlecht ist. Freue ich mich auch drüber, wenn dann die Resonanz gut ist. Aber letzten Endes ist es mal für mich wichtig, auch mal wieder was Eigenes zu machen und gerade bei einem Album auch mal wieder in eine Richtung zu gehen, vielleicht mal was ohne Beats zu machen, Hip-Hop-mäßiges oder was auch immer, so ein bisschen verschiedene Bereiche abdecken, die mich auch jetzt privat interessieren. Also ich höre jetzt auch nicht nur House, wie vielleicht so mancher denken mag, sondern ich höre eigentlich privat total andere Musik und irgendwie das vielleicht zu verbinden mit einem Album. Da sollen dann natürlich auch so 3, 4 House-Knaller oder so Floor-Filler oder wie auch immer, irgendwas Uplifting-mäßiges drauf sein, aber drumherum so ein bisschen was anderes. Und wie gesagt, also nach Push It erstmal Album. Gut, DJ Tonka wird jetzt gleich an den Turntables für euch rocken und zeigen, was er so als DJ alles drauf hat. Für euch gibt es jetzt erstmal ein Video und zwar von Brooklyn Bounce Contact. Viel Spaß. The bounce is back.
the noise. Es ist soweit, Freunde. Hier ist DJ Tonka an den Turntables für euch bei Viva Club Rotation. We'll be right back.
house music. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing. A soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing. A soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing. Club Rotation und es ist Zeit für die Club Requests. Und wenn ich hier so durchgucke, freue ich mich eigentlich immer am meisten über diese Briefe. Steht einfach nur Viva TV, check it out. Und jeder bei Viva weiß, wo das Ganze natürlich hingehört, in die Club Rotation. Allerdings wollen wir heute mal ein paar E-Mail-Requests bearbeiten. Und zwar das erste E-Mail, das kommt von Bernd Novak. Und er sagt, es geht um einen Musiktitel, den ich schon seit einigen Wochen suche. Und er lief bei Club Rotation allerdings nicht als Video, sondern direkt aus dem Club, so wie jetzt im Moment. Es wurde als Aerobic-Video verwendet und er glaubt, dass es Jane Fonda ist. Und es geht immer 1, 2, 3, 4 und so weiter, so richtig Aerobic-mäßig. Wir haben nachgeforscht. Das Ganze ist ein Riesen-Club-Hit auf Ibiza diesen Sommer gewesen. Und es kommt von Bob Sinclair. Und das Ganze heißt Gym Tonic. Allerdings, jetzt kommt leider die traurige Nachricht, das Ganze gibt es noch nicht zu kaufen, allerdings irgendwie als Import aus Frankreich. Also auf Vinyl kannst du es vielleicht kriegen, wenn du in gut sortierte Importläden gehst. Bernd, das war deine Frage. Außerdem war die Frage auch gleichzeitig noch von Marc. Und bevor jetzt hier wieder Fragen kommen, im Hintergrund hört ihr gerade Sync In von Silent Breed, auch ein absoluter Club-Abräumer. Gibt es auch noch kein Video zu, gibt es auch nur im gut sortierten Vinylplattenhandel for all you DJs out there. So, weiter geht's. Zum nächsten E-Mail und das kommt von Claudia aus München und die wünscht sich den neuesten Track von Scooter, das ist ja wie wir wissen eine Doppel-A-Seite und sie wünscht sich allerdings We Are The Greatest. Das gibt's natürlich gleich für dich, Claudia. Allerdings vorher gibt's noch einen Hinweis auf unser neues Gewinnspiel und zwar könnt ihr gewinnen
2 für 2 Personen eine Reise zur Club Convention nach Ibiza, wenn ihr da nicht sowieso schon seid. Wie gesagt, alle weiteren Informationen darüber gibt's jetzt. Danach Scooter, We Are The Greatest. Viel Spaß. Club Rotation präsentiert Ibiza Club Convention 98. Vom 2. bis 10. Oktober feiert die Szene auf der Insel. Labels, DJs, Presse, Party People. Und ihr könnt dabei sein. Gewinnt eine Reise für 2 und ein fettes Partypaket. TUI Free World und Club Punta Arabi laden euch ein. Schickt einfach eine Postkarte. Viva TV, Club Convention, Postfach 190 380, 50 500 Köln. Mehr Info im Internet. www.clubconvention.com. Eine Woche Fun, Sun und Action. Ibiza Club Convention 98. Präsentiert von Club Rotation. Was für ein Scheiß-Tag heute. Oh Mann, das dauert. Wow, was ist denn jetzt los? Ach, 3 Stockwerke. Oh Mann, ich glaube, mich hat's erwischt. Was guckt der denn so? Soll ich die jetzt anfangen? Der macht mich aber ganz schön nervös. Das süß ist er schon. Heute. 21 Uhr. In love. Viva. Endlich ist sie da, Hard and Happy, die Mega-Party-Hardcore-CD. Hard, schnell, happy, Hard and Happy, die Hardcore-CD. Jetzt im Handel. In dem Raumschiff treffe ich diese Prinzessin. Okay, ja. Wirklich? Das wird die Prinzessin. Du wolltest doch wiederkommen. Ja schon, aber ich wollte... Erdling, wir suchen die längste Praline des Universums. Ach, da ist sie ja. Nano-Nougat-Hyper-Waffel-Mega-Schokolade. Mmh, galaktisch lang. Mmh. Und was wünschst du dir dafür? Zeigst du mir dein Universum? Für die einen ist es Duplo, für die anderen die wahrscheinlich längste Praline des Universums. Ob er jemals wiederkommt? Was wieder? Ugh!
Montag bis Freitag. 14 Uhr. Was geht ab? Da. So, Freunde, das war's leider schon wieder mit der Club Rotation aus Hennef. Vielen Dank an unsere fantastischen Gäste. Alzerwehren, Interactive, Bioko und natürlich DJ Tonka, der heute Abend für uns hier aufgelegt hat. Aber nicht zu vergessen natürlich auch die Wahnsinns-Party-Crowd hier im Hypodrom. Als letztes habe ich noch ein mörderhammergutes Video für euch am Start. Aber ich sage euch nochmal, was euch nächste Woche erwartet. Denn er kommt wirklich. Der amerikanische DJ-Gott David Morales wird nächste Woche hier bei Viva Club Rotation hinter den Turntables für euch stehen. Und wir haben noch zwei Live-Gäste, die sich auch nicht verstecken brauchen. Das sind nämlich die Venga Boys und die Jungs von Orinoco. Von denen ist auch für heute das letzte Video. Mit Villanova sind sie ganz oben in den Clubcharts. Und damit verabschieden wir uns von hier. Ich bin raus. Bye, bye und tschüss.